wirklich eher zu Situationen, dass Blix und ich uns einfach unheimlich wirklich sehr weit auseinandergelebt haben. Also dass letztendlich das, was ich da angebracht habe in Musik, irgendwie für ihn nicht mehr interessant war, dass er nichts damit anfangen konnte, irgendwie da auch nicht mehr zu gesungen hat, irgendwie. Und umgekehrt ich auch irgendwie, was er an Vorstellungen hatte, irgendwie für mich da eigentlich kein Weg mehr war, da irgendwie dann teilzuhaben. Und Mufti ist dann plötzlich nie in meiner Abwesenheit wurde mir nur mitgeteilt, dass er jetzt aufgehört hat. Also ich habe kein Wort mit ihm darüber geredet seitdem. Warum er jetzt ausgestiegen ist konkret, weiß ich nicht. Wahrscheinlich aus persönlichen Gründen. Es hat mir gereicht. Die Neubahnen sind nicht mehr eingestürzt und deswegen bin ich ausgestiegen. Ja, das war ein Schock und ich wusste auch erstmal nicht, ob wir denn jetzt nur weitermachen oder nicht. Es hätte mir in meiner damaligen, das war mitten in der Platte, ich hätte da jetzt noch vielleicht sagen können, ja gut, dann haben wir eben jetzt eine halbfertige Platte und schmeißen wir weg. Aber es wäre allein ein finanzielles Desaster für mich und die anderen geworden schon allein. Du kannst nicht irgendwie den Vorschuss einer Plattenfirma kassieren und dann eine halbe Platte aufnehmen und dann beschließen aufzuhören. Das muss man vor einer Platte machen. Also haben wir dann doch weitergemacht. Und das hat sich dann alles zum Guten gewendet.